Jo, Freunde, ich zeige euch mal kurz die erste Kakashi-Aufgabe. Untersuche eine UFO-Absturzstelle. Ist nämlich gar nicht mal so einfach. Und wenn euch das Ganze hilft, dann tragt doch super gern meinen Creator-Code Alpletobi im Itemshop ein. Würde mich wirklich extremst freuen. Als erstes müsst ihr natürlich die Aufgabe freischalten. Dafür müsst ihr zu Kakashi. Den findet ihr auf der Map hier, genau an diesem Ort hier. Und von hier aus lauft ihr dann einfach rüber. Und zwar genau hier, wo ich bin. Dort ist es am einfachsten eigentlich von der Entfernung auch her. Ihr könnt direkt rüber laufen. Und dann müsst ihr nämlich dieses Symbol hier sehen. Ne? Ihr seht es ein bisschen hier, es leuchtet leicht blau, ist aber wirklich auf diesem Berg hier. Und das Ganze ist nämlich ein Zeitrennen. Was ich euch empfehlen kann, holt euch vorher ein paar Mets. Ich habe jetzt 221 Holz, sollte reichen. Holt euch vorher was, ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann machen wir das einfach hier. Absturzstelle auskundschaften. Und dann beeilt euch. Dann geht einfach hier runter zum Wasserfall. Lasst euch einfach runterfallen. Dann ins Wasser einmal hier rüber, ist eigentlich der schnellste Weg. So, einmal runter und dann seht ihr diese ganzen Zeitstempel, die leuchten halt hier so blau. Orientiert euch da dran, dann einfach durchschwimmen, durchlaufen oder durchfliegen. Zack, das ist der erste. Dann geht ihr einfach hier links hoch in den Strudel rein. Da müsst ihr nämlich hier einmal hochfliegen. Das wäre nämlich dann hier der zweite, der ist ein bisschen weiter oben. So, einmal der zweite. Dann gehen wir einfach hier weiter durch den Strudel. Da hinten hatte ich Kakashi markiert, das ist keiner. Dann haben wir nämlich hier unten einen. So, hier auf der Brücke ist einer, das wäre einer, einfach durch, dann haben wir da vorne einen, da laufen wir einfach mal kurz hin. Macht am besten auch irgendwie den Weg, den ich gerade nehme, ist eigentlich mit der schnellste. So, einmal hier runter, jetzt muss ich mal kurz gucken, da oben wäre noch einer, deswegen möchte ich eigentlich mal kurz in den Strudel hier wieder rein. So, einmal kurz in den Strudel, dort können wir auch wieder sehen gut, wo die ganzen Dinger sind. Also dauert wirklich ein bisschen länger als sonst diese Zeitrennen, müsst euch aber wirklich ein bisschen auch beeilen. Wir sehen schon, da hinten sind noch drei oder vier Stück, deswegen einfach mal hier kurz rüber. So, durch den Strudel einfach durch, so sind wir eigentlich mit am schnellsten, anstatt dass wir jetzt laufen. Und dann sehen wir, da unten ist noch einer drin. So, wir sehen noch einen hier unten drin, da gehen wir mal direkt runter. In dieser Höhle, der ist ein bisschen versteckt. Aber ihr seht auch schon, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Dann haben wir da noch einen. Sammelt doch ruhig hier diese Würfel ein, seid ein bisschen schneller. Zack, hier noch einen, dann haben wir hier oben noch einen drüber. Habe ich den jetzt eingesammelt? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Und da unten haben wir auch noch einen. Jetzt muss ich natürlich wieder runterkommen. Oha, der Geist, der fliegt relativ hoch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, und noch einmal den hier. Und damit wäre die Aufgabe abgeschlossen. Aber ihr habt gesehen, das war extremst eng und knapp. Also müsst ihr wirklich gucken, dass ihr das relativ flott durchmeistert. Und ja, zur Not 1, 2, 3 Versuche machen. Das war auch mein zweiter oder dritter Versuch sogar. Also geht nicht so schnell. Und das ist auf jeden Fall zur Aufgabe. So macht ihr das Ganze. Und könnt es natürlich auch an den anderen UFO-Absturzstellen machen. Ist aber das gleiche Prinzip jeweils. Und ja, auf jeden Fall habe ich, hoffe, dass ich euch geholfen habe. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video rein und ciao.